Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Factorio. Dank unseren Killzones werden wir hier vielleicht noch zwei oder drei Angriffswellen an jeder Ecke überleben. Und ist auch gut so. Ja, das Wichtigste ist jetzt erst einmal, überall eine Zonenerweiterung zu schaffen, damit wir uns überall reparieren lassen können, also unsere Türme. Und bis es soweit ist, muss ich da oben noch einiges automatisieren. Wobei, ich wollte ja die Dinger hier noch bauen. Und schon wieder fehlt es mir an den Kontakten. Naja, nichtsdestotrotz sollten jetzt bereits ein paar von ihnen gebastelt worden sein. Würde ich annehmen. Ja doch, reichlich. Und jetzt fehlt es mir an den Dingern. Was brauche ich dafür? Silizium, Kunststoff. Ja, hole ich die mir nochmal manuell ab. So. Hier. Weil da haben wir ja noch reichlich von. Genau. Du kannst mir jetzt... Für alles brauche ich solche erweiterten Schaltkreise. Skandalös. Noch einbauen. Ich werde noch deutlich mehr benötigen. Jetzt fehlt es an Stahl. Ja, ich werde jetzt öfters mal hin und her rennen müssen. Alles einsammeln, was ich brauche. Und irgendwann haben wir alles soweit automatisiert, dass es alles läuft. 1, 2, 3. So, nochmal einer. Jetzt fehlt es wieder an den Teilen. Da drüben werden wir angegriffen, aber die Teile können jetzt mittlerweile repariert werden. Wenn unsere Powerbots da schnell genug hinkommen. So, genau. Dann kann ich direkt nochmal einbauen. Repariert ihr bereits? Gut, ich glaube, ich dürfte genug Zonenerweiterungen haben, um bis darüber irgendwie meine Zone abzusichern. Meinen Baubots, dann brauche ich mehr Baubots, damit mehr repariert werden kann. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und dann können wir uns wieder um andere Sachen kümmern. Natürlich brauche ich unten noch meine Abdeckung, damit da auch gelegentlich was repariert wird. Moment, hier. Guck mal, da oben habe ich schon so ein Pole. Hoppala. Wo hänge ich fest? Wieder einmal zwischen meinen Eisenminen. Nun gut. Dann kann jetzt ab sofort hier auch repariert werden. Ich bekomme sogar noch die Hauptmauer hier zur Reparatur freigegeben. Sehr schön. Das bedeutet für mich, dass ich hier nochmal ein paar Sniper-Türme hinstelle. Mit 25 und 25 Schuss. Ich kann mal auch noch ein bisschen aufstocken. Ja doch, das sollte jetzt vorerst reichen. Die reparieren jetzt fleißig alles. Gut, dann brauche ich eine Zonenerweiterung nach unten. Naja, viel weiter runter. Nun gut, Strom. So, wenn wir schon mal hier sind und unsere Bauroboter nicht ausgelastet sind, können die mir hier erstmal das ganze Zeug entfernen, weil das stört einfach nur. Und wir bekommen mehr Holz, was wir verarbeiten können. Ach, diese Baubots sind ein Segen. Und die nächste Erweiterung ist fertig.
Natürlich benötigst du da unten auch Strom. Eigentlich ist es wurscht, was ich da mache. Moment, ich bin ja eh zu weit weg. Gut. Moment. Na, dann setze ich dich eben manuell hin. Ist ja auch kein Ding. Damit ich hier unten auch Strom bekomme. So, die nächste Erweiterung, dann können wir ab sofort auch hier unten reparieren. Logistikbereich brauchen wir dann nicht. Hauptsache, es wird erstmal repariert. Ist doch schön. Naja, die reagieren noch nicht so gut auf meine Killzones, aber egal. So, dann könnten wir uns mal um weitere Roboter kümmern. Oder wir kümmern uns erstmal darum, dass mehr Sachen automatisiert werden. Damit wir da auch ein bisschen vorankommen. Gut, gut. Moment, ihr kommt mal mit. 37 Fluggestelle. Ihr könnt durchaus in eurer Kiste bleiben. Das stört niemanden. Was ich aber bestellen müsste wir neue Ärmchen. 12 Stück. Und dann fehlt es mir immer noch an allem. Zum Beispiel an Kupfer und Kupferkabel. Jo, an sich habe ich ja alles. Nur fehlen mir hier wieder die blauen. Eieieiei. So. Ja doch, 136 Stück. Reicht gerade mal für 3. Achso, mir fehlt Eisen. Ja. Da war ja was. Dann schauen wir mal in unser Lagerhaus. Dort dürfte ja reichlich Eisen rumliegen. Genau. Übertreib halt. So. Genau. Mehr Kisten vielleicht. Wir müssen ja auch deutlich mehr automatisieren. Das ist klar. Was ich jetzt aber gerne automatisieren wollen würde, wären die Sniper-Türme MK2. Für die brauchen wir erstmal Sniper-Türme Nummer MK1. Aber hier ist ja die Rohteilverarbeitung. Was du mir machen könntest, wäre, wären die blauen grundlegenden Schaltkreise, wenn ich die wiederfinden würde hier. Genau, du. Dafür brauchen wir dich. Und wir brauchen vor allem... Wo ist denn das Einzelteil? Das 4L. Das ist 11L. Moment. Laufe ich mal kurz darüber, um zu gucken, wo das hergestellt wird und wie das hergestellt wird. Dann werde ich auch mal ein bisschen schlauer. Nee, ich bin zu weit, oder? Das war doch bei meiner Eisenproduktion hier. Achso, ich brauche die Dinger dafür. Moment, das Zeug habe ich ja bereits auch in der Kiste. Genau. Dann kann ich das Zeug an sich... Ja. Gut. Verarbeiten wir es.
würde mal direkt sagen, hier oben irgendwo. Kann ich ein bisschen Landfill haben, bitte? Landfill. Mir kommt es so vor, als wären die Sachen jedes Mal irgendwo anders. Ja, hier. So, wunderbar. Dann kannst du hier nicht hin. Naja, so wird es hoffentlich auch gehen. So, du, du und du. Ihr braucht natürlich alle Anforderungskisten. Und Ausgabekisten. Natürlich braucht ihr auch Ärmchen. Und was ich als allererstes bräuchte, wäre, dass meine Kohleblöcke irgendwie auch in eine Kiste zwischengelagert werden. Ja, das sollte ich hinbekommen. Am liebsten wäre mir ein Lagerhaus, aber man kann nicht alles haben. So, wo kann ich hier idealerweise Kohleblöcke abgreifen? Nee, hätte ich vielleicht auch in Lagerkisten packen können. Wäre definitiv auch eine Option gewesen. Ah, hier. Na dann, füll mal ab. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal ein Lagerhaus für das ganze Zeug hier anlegen. Also, du bekommst definitiv schon mal Sprit. Ist doch gut. Oh nein. Hält sich noch in Grenzen, solange die da nicht einbrechen. Ist ja alles in Ordnung. Also gut. Du bekommst erstmal wobei. Du machst mir. Wo ist der Gerät? Autosave? Das da. Da gibt es ja noch was anderes. Nein. Nur mal auf Nummer sicher gehen. So, dann forderst. Moment, Moment. So, so, so. Ihr fordert das da alle an. Und du forderst mir auch noch Kohleblöcke an. Die waren bei Yuki. Yuki Industries vielleicht? Nein. Hier. Ja, doch, 50 Stück reichen. So, das kopiere ich mir auch. Und da rein. Ich glaube, das kann durchgehend durchlaufen, oder? Weißt du was? Beschränke es mal vorerst auf 3. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, dann haben wir das da. Weil wofür wollte ich das haben? Für Geschütztürme, oder? Nee. Für Schaltkreise. Die hier. Genau, und das brauchte ich dafür. Aha. Dann kommst du nämlich hier unten hin. Eine blaue Kiste habe ich nicht mehr. Was mir mal wieder daran mangelt. Naja. Ach komm, ich habe ja noch Kisten. Gut. Du produzierst mir dann das hier. Genau. Gerne ruhig mal ein bisschen mehr. Sehr gut. Was euch hier definitiv fehlt, ist Sprit. Materialien bekommt ihr ja bereits. Weißt du was? Ich glaube, den Spritvorrat kann ich hier drastisch limitieren. Jo, machen wir auch.
Feen reichen doch vollkommen. Ich glaube, selbst 5 würden reichen. Wie lange soll denn das brennen? Bis ins nächste Jahrhundert oder was? Muss ja auch nicht sein. Und dir fehlt noch Bleiplatten. Aber Bleiplatten tue ich ja drüben produzieren. Beziehungsweise abgreifen. Das dürfte nicht das Problem sein. Oder? Bist du ein Problem? Nein. Das Problem ist nur, dass hier kein Blei mehr ankommt. Beschränken wir dich einfach mal. Gut, was ich dann auch nochmal zwischenlagern wollen würde, sind Batterien und Plastik. Ich meine, ja, Kunststoffstangen. Nimm mal so einen kleinen Paul für den Anfang. Mal gucken, von was ich da mehr zwischenlagern kann. Selbst das wird alles noch optimiert werden müssen. Das macht ja nichts. Die Frage ist nur, warum werden da keine Bleiplatten angeliefert? Ja, da oben bräuchte ich vielleicht noch eine Zonenerweiterung. Und da fehlt es mir wieder an dem Zeug. Nee. Typisch. Naja, laufen wir mal wieder darüber und dann wieder zurück und dann wieder darüber und dann wieder zurück. Habe ich eigentlich noch Lampen, die ich hier mal überall platzieren könnte? Dass man hier ein bisschen was sieht. Und hier soll ja keine Angst im Dunkeln haben. Naja, kommst du hier hin. Und es ist wieder Tag. Es fehlt deutlich an Carbon. Vielleicht sollte ich Carbon weiter oben produzieren. Oder ich schmeiß Carbon erstmal händisch nach, damit da erstmal 500.000 Stück produziert werden können. Gut, das haben wir jetzt alles. Und es zieht sich alles extremst. Genau, und Carbon für dich. Damit läufst du schon mal. Ich brauche deutlich mehr Roboter, oder? Ich müsste sie irgendwie beschleunigen. Ist ja auch alles möglich. Du produzierst nichts, weil du kein Blei hast. Oh, du brauchst eine ganze Menge Blei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Bleiplatten. Alles klar. Nun gut. Jetzt fehlt es natürlich an allem. Zack. Moment. Moment. Zack. Und zack. Da fehlen immer noch die Teile hier. Ja, noch eine ganze Menge. Wobei, einen Extender habe ich ja bereits. Aber ich will noch einen. Denn irgendwann wird die gesamte Base damit überflutet sein. Genau, die Bäume hier weg und Stroh. Läuft. So, die Kiste ist voll. Die müsste halt nur irgendwann mal ausgeleert werden. Die Verbindung ist da, aber ob die auch ernst genommen wird?
Weißt du was? Ich versetze dich noch mal kurz. Weil so geht es ja natürlich auch. So. Genau hier hin. Strom? Passt. Jetzt müsstest du eigentlich abgeholt werden jederzeit. Heidewitzka. Was für ein Aufwand. Also Batterien und Kunststoffstangen werden zwischengepuffert. Gut. Also die Steine und Quarz hier drüben auch direkt mal zwischenpuffern lassen. Wer weiß das schon. Habe ich unten wieder aus Versehen ein paar von diesen grundlegenden, also von diesen weißen Schaltkreisen? Nein. Da wird es permanent an den Dingern hier scheitern. Ja. Aber ich kann sie so gut wie automatisieren. Dauert ja nicht mehr lange. Denn als nächstes kommen dann die Gerätschaften hier. Wobei, dafür brauche ich Eisenchlorid. Zinnplatten, Kupferplatten, Phenolplatten habe ich. Eisenchlorid. Ja, das müsste ich dann darüber ziehen. Das machen wir dann erst im nächsten Part. So. Sniper-Türme. Eisenzahnrad, Kupfer, Eisen. Ich würde da mal sagen, stellen wir hier mal so zwei Fabriken auf. Ausgang. Blaue Kisten. Da unten. Produzierst du mir mal Bewaffnung? Sniper Turret MK1. Genau. So. Das können wir natürlich auf zwei Stacks begrenzen. Dann lege ich hier schon mal ein Stack ab. Genau. Das direkt beides. Ja gut, weiter produzieren brauchst du es ja nicht. Und für dich brauchen wir Stahlzahnrad, Stahllager, Stahl und Enverplatten. Nun gut. Bereiten wir schon mal alles vor. So. Gelbe Fabrik. Kann ich gelbe Fabriken bauen? Rein theoretisch gesehen, ja. Nun gut, bauen wir mal zwei. Dann kann hier unten mal die Stahlverarbeitung hin. Rote Kisten. Habe ich keine mehr. Ist aber ein Jammer. Nun gut. Cool. Stahlzahnräder. Sind höchstwahrscheinlich hier. Nein. Dann brauche ich auch die Dinger, oder? Moment. So, so. So, so. Stahlkugeln. Stahlkugeln hier. Gut. So, so. Eins, zwei. Bekommst du langsam Stahl angeliefert? Bräuchtest vielleicht mal ein bisschen mehr. Du bekommst auch ein bisschen mehr.
Und du bekommst auch deutlich mehr. Ich weiß, dann könnten meine Stahlvorräte ein bisschen eng werden. Das macht ja nichts. Hier nochmal alles beschränken. 3 Stacks. 3 Stacks. Und für dich brauche ich dann noch eine rote Kiste. Und für die fehlt mir Holz. Rote Kiste, genau. Wunderbar. Na komm, mach sie fertig. Ich hätte zwar auch eine Lagerkiste nehmen können, aber warum so verschwenderisch werden? Du, wie viel hast du eigentlich mit deinem Produktionsgang raus? 12 Stahlkugeln aus einem Stahlträger. Ist doch ordentlich. Helfen wir hier auch noch ein bisschen nach. Und dir helfen wir natürlich auch. Gelbe Fabrik. Hier unten. Und du baust mir die Sniper-Türme MK2. Moment, so. Ja, Invar muss ich noch herstellen, aber ich glaube, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Hier fliegt da jetzt alles rüber, genau. So, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.